Hallo alle zusammen und wieder einmal beschäftigen wir uns mit den Metaklassen und heute mit dem Nekromanten. Der Nekromant ist eine der stärksten Damage-Klassen, die wir aktuell haben. Und das ist hauptsächlich natürlich seinen legendären Waffen zu verdanken, aber auch ohne legendäre Waffen ist er für einen soliden Schaden zu gebrauchen. Ich werde jetzt vor allen Dingen erst einmal anfangen mit der Dämonenwaffe. Sprich der Summoner-Waffe, Furie der Astrale, oder wie auch immer das Ding auf Deutsch heißen mag. Es gibt einen riesigen Text, der uns aber eigentlich in Raid überhaupt nicht interessiert. Das Einzige, was uns interessiert, ist, dass alle beschworenen Kreaturen vom Nekromanten 25% mehr Schaden machen. Ja, das ist es. Mehr gibt's nicht zu sagen. Keine besonderen Proc-Voraussetzungen, sonst irgendwas. Macht einfach mehr Schaden. Ihr solltet jetzt bei Range-Klassen aber immer darauf achten, dass ihr mindestens 20 Meter Abstand habt, denn nur dann werdet ihr euren maximalen Schadensboost haben. Dabei ist der Abstand, den ihr zum Gegner habt, wichtig, nicht der Abstand, den euer Pet hat. So, wie fahren wir also eine Rota, wenn wir hier gegen diesen Boss kämpfen? Eine wichtige Addition zu diesem Buff wäre, wenn ihr euch die dunkle Magie passiv holt. Das ist ein Terra-Skill, das ist der mittlere, der goldene. Der sorgt folgendes: Wenn ihr einen Rechtsklick macht, also verfluchtes Land, dann werden alle davon betroffenen Gegner, egal ob Boss oder nicht, also ist völlig egal, ob ihr denjenigen verlangsamen oder festhalten könnt, einfach nur, dass ihr auf dem Feld stehen, wird sie damit betreffen. Da tun dann eure Pets und euer Peststurm 50% mehr Schaden machen. Für eine Rotation, die wir jetzt also kalt anfangen, das erste, was wir machen, wir setzen das Feld, wir werfen unser Pet und machen einen Peststurm. Schädel werfen, wenn er aufploppt, den Rechtsklick machen, Linksklick, Rechtsklick, links, rechts, Pestklick, links, rechts, Klick auf den Boden, links, rechts, hoch, links, rechts, und so weiter. Ihr haltet die ganze Zeit das Feld oben. Damit ermöglicht ihr eurem Peststurm guten Schaden zu machen. Und wenn eure Pets dann vom Cooldown sind, in 40 Sekunden geht es los. Damit richtet ihr in dieser Kombination den meisten Schaden an. Es gibt noch eine Sache, die ihr bedenken könnt, und das ist, wenn ihr den Allerium Skill bekommt. Damit wird sich euer Schaden noch einmal drastisch erhöhen, denn eure Beschwörung, die ihr mit der Beschwörungshaltung auf 4 und dem Beschwören des dritten Pets auslöst, wird sich dann von einem Nahkämpfer in einen Fernkämpfer verwandeln und dieses Fernkampf-Pet mit der Gatling in der Hand richtet massiven Schaden an. Außerdem hat es kein Problem, wenn Gegner wegspringen oder ähnliches, denn es kann einfach weiter feuern. Und so habt ihr mit der Furie der Astralen schon einen guten, soliden Damage-Dealer ohne einen besonders riesigen Aufwand. Zur Frage, wann wird die Lichtform verwendet? Die Lichtform solltet ihr entweder nur als euer zweites Leben verwenden und euch dann heilen, oder ihr setzt es immer wieder zwischen den Phasen ein, wenn ihr eure HP auf ca. 40% oder so etwas seht, damit ihr dann zurück zu vollen HP kommt. Im Normalfall würde ich die Lichtform nicht mit zum Bursten verwenden, denn sie hat einen einminütigen Cooldown und sie richtet im Normalfall nicht besonders viel Schaden an. Aber das ändert sich massiv, wenn wir über eine andere Waffe sprechen, und das ist die Morodea. Und der Grund, weswegen der Necro für lange Zeit der absolute Top-DPS war, ohne jeden Zweifel und ohne jeden Konkurrenten. Mittlerweile genervt, aber immer noch extrem stark, funktioniert folgendermaßen: Euer Schädelwurf, also eure 1, generiert doppelt so viel Energie und trifft zwei weitere Ziele.
Der Cooldown der Lichtform wird von 60 auf 40 Sekunden gesenkt. Das heißt, ihr seid immer mit den Buffs eurer Mitspieler bereit zum Bursten. Und die Fähigkeiten der Lichtform verursacht 2% mehr Schaden für jeden Punkt an Energie, den ihr besitzt. Energie bekommt ihr beim Nekromanten vor allen Dingen durch das Verwenden von Leben. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, seine Energie aufzuladen. Man kann einfach normal rechtsklicken im Kampf. Damit braucht man 3% Leben. Oder ihr werft einen Schädel. Das sind 10% Leben, in dem Fall jetzt 20, die ihr dann aufladet. Euer Pet zu beschwören kostet euch 15% eures Lebens. Euer Pet zu buffen kostet euch 7% eures Lebens. Und ihr müsst halt versuchen, mit so viel Energie wie möglich in den Burst zu gehen. Im Normalfall werdet ihr euch irgendwo mit euren Teamkameraden etc. aufladen, um die Lichtform quasi mit dem maximalen Damage auszunutzen. Ich werde jetzt einfach mal losbursten und euch in der zweiten Rotation zeigen, wie ihr die 100% wieder reinbekommt. Das erste, was ihr natürlich macht, ist, weil wir weiterhin den gelben Passiv verwenden, ist den Rechtsklick zu machen, Schädelwurf, Pet beschwören, Petwaffen, diesmal verwandeln wir uns in die Lichtform, Rechtsklick, Linksklick, Linksklick, Rechtsklick, Linksklick, Linksklick, Rechtsklick, Linksklick, Linksklick, Rechtsklick. So, setzt wieder euer Feld runter, werft eure Schädel, sobald ihr könnt. Werft nochmal euren Schädel. Nochmal Schädel werfen. So, eure Buffs sind gleich wieder bereit. Und die Buffs können wieder losgehen. Zack, zack, zack. 100%. Nekroform. Linksklick, linksklick, rechtsklick, linksklick, linksklick, rechtsklick, linksklick, linksklick, rechtsklick. Wichtig ist dabei, dass in der Lichtform nur euer Rechtsklick den massiven Schaden macht. Der Linksklick wird nur verwendet, um die Lücken zu füllen. Und außerdem bekommt ihr, je nachdem wie viele Linksklicks ihr am Ende des Kampfes auf den Aufbau habt, mehr Leben zurück, wenn ihr Rechtsklick macht. So könnt ihr während des Fights die ganze Zeit arbeiten. Ihr löst am besten immer wieder mal euren Gefährtenschaden aus mit den komplett durchgedrückten Linksklicks. Setzt die ganze Zeit euren Peststurm drauf, wenn er hier auf diesem Feld steht. Könnt ihr auch sehen, wie das schön hochgeht. Jetzt machen wir hier mal den unten Rechtsklick. Links wieder aktivieren. Schon haben wir einen weiteren verstärkten Schädelwurf, der gratis ist. Wieder Schädel. Links, rechts. Nächster Schädel. Und so weiter. Bis ihr halt circa 65% Energie habt, dann reicht es aus, wenn ihr einfach euer Pet stellt, C drückt und dann noch einen Schädelwurf dahinter werft, dann habt ihr ungefähr 100% und damit könnt ihr eure Energie maximal ausnutzen, um den Maximum Damage zu fahren. Tja, das war's dann zum Morodea. Ihr müsst dabei aber eins bedenken, da ihr nun aktiv eure Lichtform verwendet, auch wenn sie 40 Sekunden Cooldown nur hat, habt ihr, sobald ihr diese Fähigkeit zieht, einen 30 Sekunden Cooldown auf euer Nicht-Sterben-Passiv. Das könnt ihr hier vorne schön sehen. Das heißt, wenn ihr also nach Verwendung der Lichtform, also jetzt zum Beispiel, in den nächsten 15 Sekunden sterbt, dann seid ihr auch Tatsache tot. Das heißt, ihr habt hier kein Backup. Ihr müsst definitiv vorsichtiger spielen. Andererseits werdet ihr natürlich den größtmöglichen Schaden rausdrücken. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß.